Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zur lang ersehnten Folge 499 von Let's Build Hogwarts mit mir, dem DagiLP. Und Leute, ich kann euch sagen, es ist endlich da. Die große Anspannung wird jetzt in ein bis zwei Tagen auf jeden Fall gelüftet. Folge 500 wird jetzt endlich online kommen. Mein Hype ist so unendlich groß, weil ich mich einfach so sehr auf die Resonanz freue. Ich freue mich vor allen Dingen auch selber auf die Folge, da ich sie jetzt natürlich noch produzieren muss, da ich diese Folge natürlich auch vorproduziert habe und dementsprechend noch nicht genau weiß, wie die 500. Folge wird. Und ach Leute, ich schwärme so davon. Ich finde das so geil und dieses Projekt hat sich innerhalb dieser Jahre so stark entwickelt. Und genau das werde ich heute mit euch in dieser Folge thematisieren. Einfach diese Entwicklung in den letzten Jahren hier mit Let's Build Hogwarts, was sich an der Community getan hat, was sich an dem Projekt getan hat, was sich bei mir getan hat. Und ja, es wird keine lange Folge werden, es wird keine produktive Folge werden, es wird echt nur eine Quatschfolge. Also wenn ihr ja das Ganze trotzdem anschauen möchtet, gerne, würde mich freuen. Ansonsten könnt ihr das auch gerne als Podcast hören, würde wahrscheinlich auch vollkommen ausreichen. Und ja, dann nächste Folge wird das Ganze hoffentlich wieder gut gemacht. Ja, Leute, seit ungefähr 2,5 bis 3 Jahren arbeite ich an diesem Hogwarts-Schloss und das Ganze im Survival-Mode. Man sieht hier wirklich überall diese abgetragenen Berge, die Wälder, die ich hier bearbeitet habe und natürlich auch das ganze Schloss, was ich bisher gebaut habe. Es war so extrem viel Aufwand, Zeit und Mühe, die ich da reingesteckt habe, so viel Motivation und ach, so viel Liebe vor allem. Und ich glaube, diese ganze Motivation und Liebe hätte ich niemals bis heute hin beibehalten, wenn ich nicht eine so tolle Community hätte wie euch in dem Fall. Es ist wirklich so viel geschehen, so viel hat sich in meinem Leben verändert durch diesen YouTube-Kanal, aber auch durch dieses Projekt, weil man macht es ja nicht einfach nur, um Leute zu unterhalten. Klar ist es mir wichtig, dass ich euch unterhalten kann und klar ist es mir wichtig, dass ich hier irgendwas mache, was viele Leute begeistert und interessiert. Aber der hauptsächliche Grund ist eigentlich der, dass ich mich hier künstlerisch total entfalten kann, dass ich kreativ sein kann und dass ich meine eigene kleine Hogwarts-Map erstelle, wo ich mich dann auch, ja, ich will nicht sagen, zu Hause fühlen kann, weil das klingt immer so ein bisschen, wie soll man sagen, das klingt halt immer so ein bisschen verträumt und als ob man einen an der Schüssel hat, ihr wisst schon, was ich meine. Und dem ist aber natürlich nicht so, aber jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal davon geschwärmt, in Hogwarts Schüler zu sein oder in Hogwarts mal selber rumzulaufen. Und zum ersten Mal hatte man dieses Gefühl tatsächlich, als Harry Potter und der Orden des Phönix als Konsolenspiel oder PC-Spiel rauskam, wo man zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, in Hogwarts rumzulaufen, alles zu erkunden und zu machen und zu tun. Und damals habe ich dieses Spiel so geliebt, weil es einfach zum ersten Mal die Möglichkeit gab, durch die Treppenhäuser zu laufen, durch die große Halle, durch die Innenhöfe und diese ganzen Gemeinschaftsräume zu erkunden. Und das fand ich halt so mega cool und toll, dass das konnte ich damals echt nicht in Worte fassen. Dann habe ich halt die Hogwarts-Map von Dashrist bzw. Hogcraft selber gefunden. Das ist ja nicht direkt von Dashrist gebaut, aber er hat es damals gespielt. Und ja, allein diese Map hat mich dann total motiviert, selber das Ganze zu bauen, weil ich fand, Hogcraft war zwar okay von der Umsetzung, aber doch sehr simpel und lieblos und ja, man hatte das Gefühl, die wollten einfach Hogcraft möglichst schnell zu Ende bringen und genau das möchte ich halt nicht. Ich möchte gerne das Ganze viel detaillierter, viel feiner und vor allem, und das werdet ihr in der neuen Staffel auf jeden Fall merken, ich werde einige Easter Eggs einbauen. Also einige Sachen, die man nur als Hardcore-Harry Potter-Fan kennen wird und die man hier in diesem Schloss wiederfinden wird. Und zum Beispiel die Bilder hier im Hintergrund, dass das Harry Potter-Bilder sind, ist so ein kleines, aber relativ offensichtliches Easter Egg. In Hogcraft waren das ja wirklich nur die normalen Minecraft-Bilder, nur mir ist es halt wichtig gewesen, dass ich die Hogwarts-Bilder nehme, wie zum Beispiel dieses hier oder dieses hier, dass das einfach so ein bisschen auch zusammenpasst. Und das ist mir persönlich so mega wichtig und auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Geheimgänge, werden in der neuen Staffel eine sehr, sehr große Rolle spielen. Wir werden einiges da machen, wir werden einige Sachen da weiter bearbeiten und vor allem auch im Hinblick auf die Schlucht, die ich euch nochmal kurz zeigen kann. Wie gesagt, ich möchte hier auch keinen großen Rundgang machen, also das ist ja alles nur Gequake meinerseits. Der richtige Rundgang findet ja auch in Folge 500 unter anderem statt. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal ganz kurz auf die Sachen eingehen, die euch in der neuen Staffel erwarten. Dazu gehört natürlich auch das dritte Gebäudekomplex, was ihr dort seht, wo ich wirklich finde, dass mir das sehr, sehr gut gelungen ist, dass das wirklich extrem schön geworden ist und das haben mir auch einige in die Kommentare geschrieben. Ich bin sehr motiviert, in der neuen Staffel daran weiterzubauen, vor allem jetzt auch mit diesem schönen Sonnenuntergang im Hintergrund. Oder Aufgang? Untergang oder Aufgang?
Nee, Aufgang, Sonnenaufgang, ja, alles klar. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und hier sieht man die Schlucht, die wir jetzt am Bearbeiten sind, mit Hilfe des Reduktorzaubers. Und dort werden auf jeden Fall auch Geheimgänge ins Schloss führen. Das gibt's ja auch in der originalen Hogwarts-Map. Und da werde ich mir auf jeden Fall noch was überlegen und eventuell auch noch Ideen von der Community holen, um das gut umsetzen zu können. Dann natürlich, was in der neuen Staffel auch eine große Rolle spielen wird, ich werde eventuell schon die ganz, ganz kleinen Anfänge starten für den verbotenen Wald. Wir haben ja hier unsere Fichtenfarm und da werden wir auf jeden Fall etwas in der Richtung machen. Das heißt, wir werden vielleicht auch schon die ersten Bäume setzen. Sicher bin ich mir allerdings noch nicht hundertprozentig, das hängt davon ab, wie wir vorwärts kommen. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann ist, wir werden weiter diesen Berg hier zum Beispiel abbauen. Ich möchte langsam aber sicher dieses Ding hier mal entfernen, dass wir Hogwarts einfach ja ein bisschen besser überblicken können. Weil jetzt gerade stört dieser Berg noch ziemlich doll und er steht einfach im Weg, finde ich. Und von daher wäre es auch nicht verkehrt, den mal wegzumachen. Ja, wie gesagt, auch das dritte Gebäudekomplex wird eine große, große Rolle spielen. Und was man natürlich auch sagen muss, es fehlt natürlich jetzt vom letzten oder hier vom zweiten Innenhof, den ich hier gerade zeige, fehlt natürlich von diesem Turm da hinten noch das Dach. Das werden wir natürlich auch noch in der nächsten Staffel vor allem bauen. Und noch diverse andere Sachen. Ich hatte zum Beispiel vor, eine Rinderfarm zu erstellen, damit wir natürlich dann auch an das Leder kommen für die Bücher. Wir müssen ja jede Menge Bücherregale craften für die Bibliothek. Und ich glaube, so viel Leder, wie wir da brauchen, brauchen wir definitiv eine eigene Farm. Also in jedem Fall, das wird richtig, richtig anstrengend und richtig, richtig nervenzehrend. Weil, ja, Kühe farmen ist, finde ich, jetzt nicht so die schönste, ist nicht so die schönste Aufgabe. Aber okay, damit müssen wir auch irgendwie mit klarkommen. Und ich denke, es wird auf jeden Fall eine sehr schöne Aufgabe, die Bibliothek zu bauen. Vor allen Dingen auch, weil dort auch einige Geheimgänge gebaut werden, die ich schon geplant habe. Dann freue ich mich natürlich auch auf den Raum der Wünsche, der hoffentlich auch in der nächsten Staffel gebaut werden kann. Sicher bin ich mir da aber auch noch nicht ganz, weil ich mir noch nicht sicher bin, wo ich den Raum der Wünsche genau hinbaue. Klar, es gibt natürlich einen vorgegebenen Platz laut der Original-Hogwarts-Map, aber ob ich mich daran orientiere, ist die Frage. Ich glaube eher, dass ich das so machen werde, dass ich mir einen schönen Platz dafür aussuchen werde, der allerdings nicht vorgegeben ist. Also ich werde den wahrscheinlich frei aussuchen. Ansonsten könnt ihr mir dort auch gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wo ihr gerne den Raum der Wünsche hättet. Was ich mir in der neuen Staffel auch gerne nochmal überlegen möchte, ist zum Beispiel hier dieses Konstrukt. Das soll natürlich die drei kleinen Spitztürmchen darstellen, die auch im Original Hogwarts vorhanden sind. Allerdings ist bei mir das Problem, dass sie natürlich so klein sind, dass man da gar nichts mit anstellen kann. Das heißt, sie haben reine dekorative Gründe, dass sie hier sind und eventuell kriege ich da noch irgendwie eine Idee, dass man da noch was mitmachen kann. Vielleicht höchstens mit dem hier. Hier könnte man ja eigentlich noch was reinhauen. Vielleicht so eine kleine Erhöhung, dass man hier irgendwie Fenster hat oder so, wo man rausgucken kann. Mit den Dingern hier wird man wahrscheinlich niemals was anstellen können. Aber gut, da haben wir einfach von den Größenverhältnissen her nicht richtig gearbeitet. Was heißt nicht richtig? Wir haben einfach nicht so das Ganze nicht so groß gemacht. Aber das war eigentlich auch trotzdem die richtige Entscheidung. Weil stellt euch mal bitte vor, wir hätten das Ganze in den Größenverhältnissen von Mr. Kaspersson gemacht. Dann wären wir heute vielleicht mit der großen Halle fertig. Aber das wäre halt absolut undenkbar gewesen im Survival-Mode. Von daher ist das eigentlich eine ganz gute Sache, dass wir das in diesem Größenverhältnis gemacht haben, was ja trotzdem nicht verkehrt ist. Also wir haben die Größe ja trotzdem ziemlich gut hinbekommen. Ich möchte das nochmal ganz kurz in Bezug auf die große Halle zeigen. Wir können ja nochmal kurz da reinfliegen. Dann sehen wir das nochmal. Denn ich persönlich finde, wenn man mich jetzt mal als Schüler betrachtet, als Person, die hier durch die große Halle läuft, vom Maßstab her, finde ich, passt das echt extrem gut. Und die große Halle von Mr. Kaspersson ist meiner Meinung nach schon etwas zu groß. Klar, sie kommt viel, viel, ja, schöner und epischer rüber, weil sie einfach so wuchtig und groß und hallend vor allem auch ist. Aber bei mir ist es so, dass das Größenverhältnis, finde ich, ein bisschen besser funktioniert. Schaut euch mal den ersten Harry Potter Teil, also den Film, an und bewertet mal, ob mein Größenverhältnis hier besser ist oder das von Mr. Kaspersson. Ich bin mir da echt nicht sicher. Ich will mich ja natürlich auch nicht in den Himmel loben, das meine ich damit nicht. Aber ich finde, vom Größenverhältnis her passt meine Map doch noch einen ganz, ganz kleinen Tick besser als die von Mr. Kaspersson. Aber da gehen die Meinungen bestimmt auseinander. Das muss nicht jeder so sehen wie ich. Aber ich bin schon der Meinung. Ja, was natürlich auch noch eine große Aufgabe ist, was ich jetzt in dieser Staffel nicht mehr geschafft habe, das sind die Banner hier, die man sieht. Da haben wir noch drei müssen wir noch setzen. Drei Banner müssen wir noch setzen. Das ist allerdings eine so langweilige und mühselige Aufgabe, dass ich da einfach noch keine Lust zu hatte. Ja, ansonsten die Goldstatue. Eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die ich wahrscheinlich ganz am Anfang von der neuen Staffel in Angriff nehmen werde. Ich hatte damals ein Bild über Instagram geschickt bekommen, wo jemand eine solche Goldstatue gebaut hat. Aus Goldblöcken und ich glaube aus
Aus Holz hat er noch irgendwas, glaube ich, eingefügt oder aus Nether-Zäunen oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und an dieser Skulptur werde ich mich orientieren, weil das hier ist halt noch, ja, es ist halt ein Goldklotz. Es ist keine Statue und das möchte ich in der neuen Staffel auf jeden Fall korrigieren, dass man eine möglichst perfekte Goldstatue hier hat. Es war schwierig mit den Größenverhältnissen und mit den großen Blöcken hier, aber ich denke, möglich sollte es allemal sein. Das sollte sehr spannend werden. Ja, ansonsten, die Base möchte ich vielleicht auch nochmal überlegen, dass ich da einen anderen Zugang lege. Klar, es ist jetzt so einfach, hier runter zu ruschen, aber es nervt halt auch, dass hier im Eingangsbereich so ein Loch mit einer Treppe ist. Weiß ich nicht, stört euch das? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich finde es jetzt nicht sonderlich störend, aber ich fände es halt auch cool, wenn man das nochmal verbessern könnte. Dann müssen wir uns natürlich noch einen Raum überlegen, der hier rein soll. Da könnt ihr mir auch gerne mal in dieser Folge was in die Kommentare schreiben. Was soll hier rein? Manche haben schon geschrieben, Filchs Büro. Andere haben geschrieben Dumbledores Büro, was aber definitiv nicht der Fall sein wird. Aber Filchs Büro wäre eventuell eine Möglichkeit. Ansonsten schreibt es mal in die Kommentare, wobei ich auch finde, dass das für Filchs Büro eigentlich schon zu groß ist. Weil Filch hat nur so ein kleines Büro und das hier wirkt ja schon ziemlich wuchtig. Also das sollte irgendwie was Besonderes sein, finde ich. Aber naja, mal gucken, was ihr so in die Kommentare schreibt. Vielleicht habt ihr da eine gute Idee. So, ansonsten haben wir noch hier unsere Abstellkammer. Da würde ich jetzt erstmal so nichts weitermachen. Eventuell würde ich die, ja, einen Tick schmaler, also nicht ganz so breit machen, dass wir die Wand vielleicht schon hier so ziehen, weil der Raum einfach so in die Länge gezogen wirkt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, das muss ich nochmal beurteilen. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz nice hier. So, ja, das Treppenhaus wird natürlich auch noch ein bisschen bearbeitet. Dort werden eventuell noch einige Zugänge natürlich zu den Räumen stattfinden. Hier haben wir zum Beispiel einen solchen Raum und die werden wir in Staffel 5 definitiv anfangen einzurichten. Das wird auch ein großes, großes Thema. Denn ich möchte endlich mal so ein paar Feinheiten hier reinbringen, dass man später dann auch natürlich alles hier super erkunden kann, wenn man sich die Deco-Craft-Mod runtergeladen hat. Und natürlich müssen wir auch gucken, dass wir die Gemeinschaftsräume in Angriff nehmen. Der Gryffindor-Gemeinschaftsraum wird jetzt auch in der nächsten Staffel gebaut und darauf können wir uns gemeinsam freuen, weil ich glaube, der Gemeinschaftsraum wird nochmal ein Highlight werden in Let's Build Hogwarts. Wo ich den genau hinbaue, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Eventuell werde ich einen Zugang hier noch irgendwie einbauen, dass man das noch irgendwie umsetzen kann. Aber genaue Ideen habe ich da noch nicht, also von daher sind das alles nur Spekulationen, die ich gerade mache. Und ja, ich werde mir was überlegen. Oder ihr, wenn ihr möchtet, schreibt es dann auch gerne in die Kommentare, wenn ihr noch eine Idee habt, wie wir das mit dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum machen können. Ja, hier haben wir auch noch einige Räume mit Akromantula-Letzen. Boah, ich hab's. Ey, was ist denn los? Meine Wortfindungsstörungen werden immer schlimmer. Aber ich muss auch sagen, das ist jetzt die 6. Folge, die ich an einem Tag vorproduziere. Ich hab echt, also fall gleich erstmal ins Bett und schlafe erstmal 3 Stunden. Das ist echt heftig, wegen der 500. Folge, weil sie halt einfach so viel Zeit beansprucht, muss ich so viel vorproduzieren. Aber naja, ich mach's ja gerne. Das mache ich sehr, sehr gerne sogar. Jo, Leute, das war so der große, ja, die große, kleine Zusammenfassung, was jetzt in der neuen Staffel passiert. Hier zum Beispiel können wir auch die Klassenräume bearbeiten, das wird auch noch ein Thema sein, weil wir haben ja hier so ein bisschen, ja, was verfeinert und hier kommen ja noch 2 Räume rein. Ob das jetzt Klassenräume werden, weiß ich noch nicht zum Zeitpunkt. Könnte auch sein, dass das eventuell, ja, Filchs Büro werden könnte hier und das andere könnte dann, keine Ahnung, noch eine Abstellkammer sein oder so. Müssen wir uns was überlegen, weil dieser Platz hier ist natürlich jetzt auch nicht der nobelste, von daher wäre das eigentlich für Filch ideal. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, die Kommentare sollten unter dieser Folge ja relativ ausführlich werden bei den ganzen Sachen, die ich euch abfrage. Naja, aber ich brauche halt eure Ideen, weil ich möchte das Ganze hier nicht alleine entscheiden. Das ist auch nochmal eine große Sache, die ich anmerken möchte. Seit 3 Jahren baue ich hier. Aber halt nicht für mich alleine, sondern zusammen mit der Community. Das heißt, wenn ihr irgendwie Ideen habt, Anregungen, Tipps, Tricks, irgendwas, was euch gerade so einfällt, spontan beim Folgen schauen oder vielleicht privat, wenn ihr gerade keine Folge schaut und euch kommt irgendwie ein Geistesblitz beim Duschen oder beim Schlafen oder beim Schafe zählen oder weiß ich nicht was, dann schreibt es mir auch jederzeit gerne per Twitter oder Instagram oder hier auf YouTube. Ich bin immer dankbar für Ideen und so viele Sachen sind in dieser Map schon gebaut worden, die nicht durch mich entstanden sind, sondern lediglich durch die Community, durch die Ideen der Community. Und deswegen scheut euch nicht, schreibt mir eure Ideen und ich versuche dann möglichst immer so viel wie möglich umzusetzen, wenn mir das natürlich dann auch selber gefällt. So, viel mehr gibt's nicht zu sagen, Leute. Ich habe euch gesagt, die Folge wird nicht so lange sein, die Folge wird auch nicht so produktiv sein. Aber ich wollte halt mal so einen kleinen Ausblick geben auf die neue Staffel von Let's Build Hogwarts. Jetzt wird eine neue Ära starten, das sage ich zwar in jeder Staffel, aber wir haben jetzt 500 Folgen hinter uns. 500 Folgen, das ist die Hälfte von 1000. Ja, wärt ihr nie drauf gekommen, ich weiß. Und von daher, wir können uns freuen, dass es jetzt bald weitergeht mit der neuen Staffel. Und ich hoffe, dass sie noch
erfolgreicher wird als die letzte, weil die letzte Staffel war tatsächlich die erfolgreichste aller Zeiten. Und das zu toppen wird, glaube ich, schwierig. Aber mit euch an meiner Seite, glaube ich, könnten wir das echt schaffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge, bei Folge 500. Haut rein und bis dann. Ciao, Leute!